Sieben wichtige Änderungen für Rentner und Arbeitnehmer im Mai 2023. Der Wonnemonat Mai steht kurz vor der Tür. Auch im Mai 2023 gibt es wieder wichtige Änderungen für Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer, die zum Beispiel neben der Rente arbeiten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Und ohne lange Vorrede, wir wollen einfach mal in die wichtigen Änderungen reinsteigen. Ich habe hier eine kleine Übersicht für Sie gemacht und da können Sie schon mal ein bisschen was mitlesen. Und zwar geht's los. Erste Änderung: Start des Deutschland-Tickets für 49 Euro im Mai 2023. Der Vorverkauf ging ja schon im April 2023 los. Mit diesem Ticket kann man bundesweit den gesamten öffentlichen Nahverkehr nutzen. Ausgenommen sind Schnellzüge wie der ICE oder IC. Erhältlich ist das Deutschland-Ticket unter der Online-Plattform deutschlandticket.de, bei der Deutschen Bahn oder in üblichen Vorverkaufsstellen. Sie können es bequem per App auf Ihrem Handy verwalten. Dieses Ticket finde ich gar nicht so schlecht. Zweite Änderung ist die Erhöhung des Mindestlohns in der Pflege. Neu ab Mai wird hier der Mindestlohn nochmal angehoben, und zwar für Pflegefachkräfte auf 17,65 Euro, für qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 14,90 Euro und für Pflegehilfskräfte auf 13,90 Euro ab Mai 2023. Im Dezember 2023 gibt es dann die nächste Erhöhung, aber dann werden wir dazu noch mal was sagen. Dann die dritte Änderung: Es gibt im Bauhauptgewerbe laut dem gültigen Tarifvertrag ab dem 1. Mai 2023 eine Einmalzahlung von 450 Euro. Die gilt aber nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Westen Deutschlands. Ab 2026 möchte man dann endlich die 100-prozentige Angleichung zwischen Ost und West hergestellt haben und auch bei den Ausbildungsvergütungen dann einen Gleichstand haben. Auch diese Regelungen können für einige unserer Rentnerinnen und Rentner wichtig sein, wenn diese neben dem Rentenbezug auf dem Bau oder im Bauhauptgewerbe noch beruflich tätig sind. Kann ja sein oder nicht. Vierte Änderung: Das Gesetz Digital Markets Act der EU gilt ab dem 2. Mai 2023. Das sogenannte Gesetz über digitale Dienste und Märkte, DMA, ist ab dem 2. Mai 2023 gültig. Technologiegiganten wie Amazon, Google müssen in der EU dann strengere Regeln einhalten, damit ein fairer Wettbewerb gewährleistet werden kann. Personalisierte Werbung oder Selbstbevorzugung wird dann stark eingeschränkt. Zudem müssen Nutzer vorinstallierte Apps löschen können. Halten sich die Plattformbetreiber nicht an diese Regeln, so drohen Sanktionen und im schlimmsten Fall die Zerschlagung des Unternehmens in der Europäischen Union. Vielen von uns ist dieses Gesetz vorbeigegangen, mir zum Beispiel. Der DMA wurde am 14. September 2022 vom Europäischen Parlament und vom Rat angenommen und am 12. Oktober 2022 im Amtsblatt veröffentlicht. Am 1. November 2022, also 20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt, ist das EU-Gesetz über digitale Märkte in Kraft getreten und gilt ab dem 2. Mai 2023. Also ein Maibonbon für die Technologiegiganten Amazon und Co. Fünfte Änderung im Mai 2023: Die Corona-Warn-App tritt ab dem 30.04.23 außer Kraft. Sie läuft also praktisch dann an diesem Tag aus. Die Funktion: Nach dieser Änderung können Warnungen über eine Corona-Infektion nicht mehr über die App herausgegeben werden. Ab Juni 2023 wird sie sogar, also diese Corona-Warn-App, in den Schlafmodus versetzt und kann dann nicht mehr aktualisiert werden. Impfzertifikate können weiterhin noch genutzt werden. Sechste Änderung:
Bitte beachten Sie die Feiertage im Monat Mai. Der Monat Mai ist der klassische Urlaubsmonat. Der ist auch als Tag der Feiertage bekannt. Am Montag, dem 1. Mai, ist der Tag der Arbeit. Traditionell wird dann in vielen Städten in Deutschland wieder für faire und ausgewogene Arbeitsbedingungen demonstriert. Christi Himmelfahrt fällt auf einen Donnerstag, den 18. Mai. Pfingstmontag ist der 29. Mai. Berufstätige können diese Feiertage auch für einen verlängerten Urlaub nutzen. Hier kommen dann die Brückentage, ich habe es kurz dort reingeschrieben, mit ins Spiel. Und last but not least, liebe Freunde von Rentenbescheid24.de, vergesst mir bitte nicht den Muttertag. Am 14. Mai ist der Muttertag. Der Sonntag sollte uns, für unsere Mütter, heilig sein. Ein Sträußchen Blumen, zusammen Mittagessen oder ein gemeinsames Kaffee trinken oder einfach nur gemeinsam einen Spaziergang machen, Zeit miteinander verbringen. Und ihr wisst, so jung kommen wir und unsere Mütter nicht mehr zusammen. Also 14. Mai, Muttertag, nicht vergessen. So, meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein von den Änderungen, die im Mai 2023 anstehen. Entschuldigung, ich habe ja sogar noch was vergessen. Ganz was Wichtiges. Also, wer Lust auf Musik hat im Mai 2023 und wer Fan des Eurovision Song Contests ist, der findet wieder im Mai 2023 statt. Das Finale diesmal in Liverpool. Das EC, also dieses ESC-Finale, können Sie am 21. Mai 2023 ab 21 Uhr in der ARD live mitverfolgen. Viel Spaß dabei. Wir hoffen, oder ich hoffe, dass auch etwas für Sie dabei war bei den Änderungen und wünschen Ihnen einen guten Start in den Monat Mai 2023. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.